Hallo und herzlich willkommen zu Tag 1 unserer Alpenüberquerung mit dieser wunderschönen Aussicht auf den Tegernsee. Ja, wir starten heute hier unsere Alpenüberquerung in Gmund, haben unser Auto da gerade stehen lassen. Wir sind gestern schon angereist und haben jetzt eine Woche von wunderschönen Wanderungen vor uns. Ja, apropos wunderschön, das Wetter ist ebenfalls wunderschön, perfekt zum Wandern, nicht zu heiß, so 21 bis 24 Grad, glaube ich, ja. Im Laufe des Tages. Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, wie ihr sehen könnt. Aussicht sowieso. Ja, und wir sind zu dritt unterwegs. Weil, mit dem Krümelchen. Genau, nicht nur Barbaras Bruder ist auch mit, sondern natürlich auch das Baby. Ja, und falls ihr Teil 1 von diesem Video, von dem Projekt Alpenüberquerung nicht gesehen habt, dann würde ich vorschlagen, schaut da sehr gerne vorbei, weil da viele Fragen geklärt werden, die sich vielleicht noch stellen. Und ja, wir laufen jetzt los. Genau, Eindrücke werdet ihr sehen. Unsere erste Etappe ist knapp 25 Kilometer lang und sie führt uns vom Bahnhof in Gmund über das Ostufer vom Tegernsee, über den Tegernseer Höhenweg bis nach Wildbad Kreuth. Ja, und der erste kleine Tipp, den wir für euch haben, vor allem wenn ihr die Wanderung machen wollt und von weiter weg anreist, ist, nehmt euch vielleicht schon mal eine Ferienwohnung oder ein Hotel eine Nacht bevor es losgeht, dann hat man in Ruhe Zeit, um anzukommen. Muss nicht mega, mega früh noch irgendwie mit dem Auto oder Zug losfahren und kann dann ganz entspannt in den Tag starten. So haben wir das auch gemacht. Wir haben gerade unsere erste Pause gemacht und irgendwie haben wir so viel gegessen, obwohl erst 11:30 war, aber wir hatten halt so einen Hunger, dass ich jetzt gar nicht mehr so in dem Modus bin, dass ich mir denke, wir haben noch fast 20 Kilometer vor. Es war auf jeden Fall echt schön, lohnt sich hier Pause zu machen. Es ist so ein Brauhaus. Bräuchstüberl. Bräuchstüberl. Wir sind mittlerweile bei, ich glaube, Kilometer 8,5 und da drüben kommt auch schon die nächste kleine Attraktion. Das Ding ist nämlich, wir müssen jetzt rüber auf die andere Seite vom See und dieses kleine Ruderboot, das ihr da hinten seht, das wird uns darüber bringen. Das ist hier der Überführer. Das ist hier seine Tradition, gibt es wohl tatsächlich seit 500 Jahren und man hat diese Fähre nie mit einer motorisierten ersetzt. Und das ist jetzt für uns natürlich sehr praktisch, weil wir bequem auf die andere Seite kommen. Wir machen hier gerade bei Kilometer 15 unsere zweite Pause, sind hier an so einem schönen Bach angekommen. Mittlerweile ist 3 Uhr, wir sind gut vorangekommen, also die Etappe heute ist zwar sehr lang, aber die hat wirklich ganz wenige Höhenmeter und das ist zum Einlaufen super. Jetzt sind es irgendwie noch 9, die wir laufen müssen und dann sind wir auch schon in der ersten Unterkunft. Da sieht man unser Ziel für heute. Das ist die Pop-Up-Lodge Wildbad Kreuth heißt die. Und die ist eigentlich nicht immer ein Hotel, aber jetzt aktuell schon. Deswegen Pop-Up. Das sieht echt cool aus. Jo, jetzt kann man auch langsam ankommen. Ja, aber war sehr angenehm bisher. Das stimmt. Viele gute Pausen gemacht. Ja. Sehr, sehr befriedigend. Nun, das ist unser Zimmer hier. Das ist ganz einfach ausgestattet, aber mit allem, was man braucht. Wir haben sogar eine Badewanne und ich habe mir auch gerade schon ein Bad eingelassen und freue mich da so sehr drauf. Ich muss nämlich doch sagen, wir waren jetzt gerade noch was essen, weil die Küche hier gleich zumacht. Und dann haben wir halt so eine Stunde gesessen und dann wieder aufzustehen, da habe ich es dann doch in den Knochen gemerkt. Also, wir gingen ganz früh. Ja. Schlafen, denn morgen ist, glaube ich, sogar die anstrengendste Etappe dran. 1000 Höhenmeter. Willkommen an Tag 2.
Es geht einfach die ganze Zeit bergauf. Aber gut, am Ende des Tages ist das hier ja auch eine Alpenüberquerung und kein Wald- und Wiesenspaziergang, also gewöhnen wir uns besser daran. Dafür werden wir auf unserer heutigen Etappe auch mit wunderschönen Aussichten belohnt. Da wollen wir hin zur Blaubergalm. Da seht ihr auch ganz schön dieses Ü. Das ist die Markierung von der Alpenüberquerung. Deswegen Ü. Und bisher ist der Weg wirklich ganz wunderbar ausgezeichnet. Kein Navi oder sowas nötig, man folgt einfach dieser Beschilderung. Und selbst wir, die sich echt ständig verlaufen, kriegen das hin. Ich hoffe, das wird auch demnächst so bleiben. Es gab bisher nur 200 Meter Umweg. Genau. Mitten auf unserem Weg hat sich hier der da hingelegt. Hallo. Erinnerst mich irgendwie an Ramiro. Der sieht auch so aus, wie der liegt. Drei bis vier Stunden später ist man dann auch oben angekommen und wird belohnt mit lecker Essen. Das ist schon das Dessert. Wir hatten so Hunger, dass bevor wir angefangen haben zu filmen, alles an Essen schon weg war. Und jetzt seht ihr nur noch diesen schönen Kirschpuddingkuchen. Ich wollte noch sagen, dass der Aufstieg zwar anstrengend, aber durchaus machbar war. Auch so für, ich will nicht sagen Anfänger, man sollte vielleicht schon mal gewandert sein, aber es ist jetzt definitiv nicht so krass oder gefährlich, keine Kletterpartien oder so. Es war zwar anstrengend, keine Frage, ging die ganze Zeit nur bergauf, aber so vom Gelände, vom Terrain her gut. Also kann man auf jeden Fall machen. Ja. Da oben waren wir gerade essen, die Blaubergalm. Bye bye. Jetzt geht's runter. Und zwar haben wir jetzt noch 13 Kilometer vor uns. Aber das Schöne ist, die gehen wirklich die ganze Zeit bergab. Ich glaube, da unten verläuft der Weg bis nach Aachenwald. Und von da aus nehmen wir dann den Bus, wenn wir den noch bekommen. Wenn nicht, dann ein Taxi. Und dann geht's nach Aachenkirch, wo uns runter. Hat schon bestimmt 8-mal gefragt, ob ich dir den Rucksack abnehmen soll. Wenn ich Hilfe brauche, dann melde ich mich. Aber es sieht so aus, als bräuchtest du Hilfe. Nee, ich wollte dir den Rücken kurz mal entlasten. Ach was. Na gut. Endlich geschafft. Der Bus bringt uns bis nach Aachenkirch. Dort angekommen fängt unser tägliches Ritual an, nämlich endlich die Schuhe ausziehen, checken, ob man Blasen hat. Gott sei Dank noch nicht. Unterwäsche und Socken waschen für den nächsten Tag. Und dann endlich duschen. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Bei wieder mal perfektem Wetter, ja. Vom Aachensee diesmal. Etappe 3. Und das ist die Etappe, die mir eigentlich am meisten Angst macht, denn... Naja, im Internet steht überall, dass diese Route eher von so schwindelfreien Menschen ohne Höhenangst begangen werden soll. Man sieht das jetzt von hier nicht, aber die führt halt die ganze Zeit am Westufer des Aachensees. Und zum Teil ist es wohl recht steil und ausgesetzt. Also wir werden mal sehen, wie weit wir kommen. Vielleicht ist es auch alles halb so wild. Landschaftlich soll es auf jeden Fall spektakulär sein und eine der schönsten Etappen. Und sie ist auch kurz, nur 13,5 Kilometer. Außerdem hier, da steht geübt sind wir doch. Ja, aber irgendwo gab es auch ein Schild, habe ich im Internet gesehen, da stand, schwindelfrei soll man sein. Und ich bin so semi-schwindelfrei. Aber es gibt auch einen schönen Plan B. Und zwar ist Plan B, ich gehe einfach zurück und nehme mir die Fähre und fahre zu dem Punkt, bis wo wir hinwandern wollen, einfach mit dem Schiff und gut ist und genieße einfach den schönen See. Hallo, kleines Update. Wir sind jetzt 2,5 Kilometer schon auf dem Steig unterwegs und bisher habe ich mir völlig umsonst Sorgen gemacht. Also der Steig ist einfach nur so wunderschön, selbst wenn ich noch umkehren muss, weil die exponierte Stelle kommt noch. Also zumindest die eine, vor der ich Angst habe, hat es sich gelohnt, weil man einfach so einen traumhaften Blick hier hat.
die ganze Zeit. Es ist einfach nur wunderschön. Der Weg ist wirklich breit genug, um sich auch auszuweichen. Und ja, sieht halt echt schön aus überall. Fresh coffee and bagels too. Juhu, das ist auch schon unser erstes Etappenziel für heute. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Fotos im Internet waren nicht aktuell, weil hier an diesen ausgesetzten Stellen, schaut mal, ist wirklich überall konstant durch so ein Geländer. Ja, und ich glaube, das war früher nicht so. Dann ist es natürlich noch mal ein bisschen, naja, abenteuerlicher, aber so ist es wirklich gar kein Problem. Es ist halt, als würde man eine Treppe runterlaufen. Mit schöner Aussicht. Juhu! Wir haben es geschafft! Oh, ich freue mich so. Oh Mann, Leute, die ganze Sorge, die ich hatte, war vollkommen umsonst. Lässt mich auch noch einmal, also immer und wieder, wieder und wieder mache ich diese Erfahrung, Forenbeiträge doch sehr distanziert betrachten, weil da wurde zum Teil so Panik geschoben. Ja, selbst wenn ihr irgendwie einen Hund habt oder mit Kindern unterwegs seid, kann man super machen. Ja, es sind auch super schöne Plätze immer, um Pause zu machen mit Aussichtspunkten. Und es war wirklich einer der schönsten Wanderwege, haben wir gerade noch gesagt, den wir je in unserem Leben gemacht haben. Wenn man diesen herrlichen Blick die ganze Zeit hat, ist es recht abwechslungsreich, total gut gesichert. Wirklich, gar keine Angst braucht ihr da haben. Und jetzt schauen wir mal, was es hier Leckeres zu essen gibt. Der Rest unseres Weges verläuft dann weiter am See durch einen schönen Wald. Growing up is just a big fat trail. Und schließlich wird der Weg sogar zu einem richtigen Spazierweg. Also, ich glaube, wir Frauen haben ja irgendwie eine super Kraft, dass wir gelernt haben, uns in jeder Situation überall mega schnell umzuziehen, auch ohne Handtuch und so. Im Gegensatz dazu haben die Männer der Schöpfung es manchmal ein bisschen schwerer. Bereit aufzustehen? Also, mein Geist, ja, meine Waden haben einen solchen Muskelkater. Ich weiß nicht, wie ich die Etappe heute schaffen soll. Tja, das ist natürlich nicht so gut. Zum Glück startet Tag 4 unserer Alpenüberquerung mit einer bequemen Fahrt mit der Spieljochbahn. Mit der Gondel geht es in 10 Minuten rauf auf 1885 Meter. So sieht es auch die Routenplanung vor. Und von hier aus stehen uns auch heute nur 12,5 Kilometer bevor. Schaut, da geht's weiter. Und hier oben müssen wir irgendwann mal mit unserem Kind, wenn es denn dann da ist, zurückkommen. Hier ist nämlich so ein richtiges kleines Spieleparadies mit Abenteuerspielplatz. Hinten ist ein Stollen, irgendwo ist ein Kletterpark. Richtig süß. Trampoline. Won't be scared of falling down no more. So take me away. Some other place. Don't wanna wait. Oh my Indian summer. Wir sind mittlerweile 5 Kilometer, fast 6, gelaufen. Die Etappe heute ist ganz kurz, nur 13 Kilometer. Es gab aber schon wieder ein paar Höhenmeter. Also so ganz ohne ist es nicht, besonders weil es echt warm ist. Und die ganze Zeit haben wir so einen Ausblick. Also uns fällt auch auf, wie abwechslungsreich diese Etappen sind. Jeden Tag wirklich andere schöne Panoramen. Wir haben gerade auch so eine kleine Pause auf einer Alm gemacht.
Und mittlerweile erkennen wir schon auch andere Wanderer, die genau unsere Route gehen. Die sehen wir nämlich früher oder später jeden Tag. Ja, heute Morgen hat irgendwer uns getroffen und meinte, hey, ihr wart auf der Blaualm bis heute Abend. Ja, genau. Das ist echt ganz sympathisch. Also es sind auch, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viele, die unsere Strecke gehen. Aber zum Beispiel gestern am Achensee und auch am ersten Tag haben wir natürlich viele Menschen auf dem Weg gehabt, die auch einfach so Tagestouristen sind. Jetzt ist ja auch Ferienzeit. Eine Explosion war das. Also wirklich, so vollen Wanderweg habe ich noch nie gesehen. Ja, hier oben verteilt es sich aber dafür wieder sehr gut. Ein kleiner Luxus, den wir uns auf dieser Wanderung gegönnt haben, sind zwei Übernachtungen in einem 4-Sterne-Hotel mit Spa. Und heute sind wir in einem davon und freuen uns riesig, gleich in den Pool zu springen und dann später einen Saunagang zu machen. Da hinten, noch hinterm Wald, sind wir heute Morgen gekommen. Den Weg rauf. Und dann den Bergpfad bis hier hoch. Aber es sind noch 200, 300 Höhenmeter, bis wir an unserer Raststation angekommen sind. Aber das war dann auch fast der ganze Aufstieg für heute. Puh, ist echt warm heute. Und komischerweise kein einziger Wanderer unterwegs. Wir sind heute wie komplett alleine auf dem Berg, alles ausgestorben. Geschafft! Fürs Erste. Das sieht man auch ins Tal auf der anderen Seite. 641 Höhenmeter. Und wir sehen sogar das Hotel, aus dem wir heute gekommen sind. Ganz mini. Zwei großen Dreiecke. Boah. Cool, man muss da irgendwo schon Italien sein. Wow. Ja, wir haben es zu unserer Pausenstation geschafft und schaut mal, es gibt selbstgemachte Nudeln mit Bärlauchpesto. Also wo gibt es sowas auf 2000, fast 200 Metern Höhe? Und Ingwer-Zitronenlimonade, auch hausgemacht, also da kann man wirklich nicht meckern. Wir sind auf jeden Fall gut satt geworden und jetzt geht's weiter. Richtung Apfelstrudel. So heißt unsere nächste Station. Oh Gott, ich brauche bestimmt 5 Stücke davon. Ja, was bestellst du auch nur Suppe? Die war echt sehr lecker. Hast du noch deine veganen Snack-Salamis? Ja, ich habe noch 2 vegane Snack-Salamis und 2 Müsli. Der hat einfach 10 Salamis hier oben rumgeschleppt. Das glaube ich. Kurzes Update vor dem Apfelstrudel. Wir haben gleich den höchsten Punkt unserer gesamten Wanderung erreicht. Wir sind jetzt auf 2252 Metern und man merkt langsam so ein bisschen die Höhenluft. Also tatsächlich, wenn man raufläuft, wird die Luft ein bisschen dünner, ist aber alles in Ordnung. Wir sind ja jetzt auch akklimatisiert zum Teil. Voll schön hier. Sieht hier irgendwie gar nicht mehr so aus wie auf den anderen Etappen. Mehr so nach Schottland oder so. Zumindest stelle ich es mir so vor. Juhu! Wir haben es geschafft! Und nach einer guten Stunde sind wir angekommen in unserer Unterkunft in Meierhofen. Und morgen geht's dann weiter. Und guten Morgen zu Tag 6 unserer Tour. Heute steht die kürzeste Etappe bevor. Nur 8 Kilometer. Eigentlich sollte die Route etwas länger sein, aber ich möchte an einem ganz besonderen Ort übernachten. Später mehr dazu.
Deswegen haben wir morgen dann eine ganz lange Etappe vor uns und heute eine kürzere. Hier sieht man wunderbar, wo wir lang müssen. Wir stehen jetzt hier, gehen ein bisschen auf die Staumauer, schauen uns die mal an. Die ist ja echt gewaltig. Und dann geht es hier nach oben über die Lawitzalm zum Fitscherjochhaus, wo wir heute Nacht auch übernachten. Und schaut mal hier. Ist das nicht unglaublich? Es ist wirklich gewaltig. Es ist sozusagen ein Antiparadies für mich. Ja, weil wir heute echt richtig viel Zeit haben, sind wir mal kurz hier noch auf diese Mauer gegangen. Hier kann man Bungee-Jumpen, Ziplining, Klettern, alles so Sachen, die mit Höhe zu tun haben. Voll nicht mein Ding. Ich find's schon irgendwie gruselig, da überhaupt nur runter zu gucken. Das ist auch irgendwie echt nur so ein Winzi-Gelände hier. Nee, danke. Ich glaube, man sieht sogar die Schutzhütte, in der wir heute übernachten werden. Ah ja. Da, weit oben. Mein großer Wunsch für heute, es ist Murmeltiere zu sehen. Also drückt uns die Daumen. Mal schauen. Wir staunen darüber, wie abwechslungsreich die Strecke ist. Jede Etappe hat neue Panoramen für uns parat. Heute zum Beispiel kommt es uns vor, als wären wir irgendwo in den USA am Anfang der Rocky Mountains. Also Murmeltiere haben wir nicht gefunden, aber der möchte am liebsten mitkommen. Schaut mal, der läuft uns hinterher. Oh, die sind hier einfach so frei. Ich weiß auch nicht, wem die gehören. Wunderschön. Einfach nur, oh, Pferde sind tolle Tiere. Jetzt können wir sogar die Murmeltiere verpassen. Das war noch besser. Nach ein paar Meter steiligen Aufstieg und dann haben wir es geschafft und sind in Italien angekommen und sehen auch schön hinten unsere Hütte. Wir haben übrigens so unverschämtes Glück mit dem Wetter. Heute war eigentlich Gewitter angesagt, zum ersten Mal auf unserer ganzen Tour. Vielleicht doch noch, aber vielleicht. Da sind wir schon lange da. Ja, und morgen soll es wieder schön sein. Also kein einziges Mal die Regenjacke rausgeholt. Wahnsinn. Nicht einmal den Pulli. Vielleicht heute Abend. Morgen geht's dann darunter bis nach Stetzing. Letzte Etappe. Jetzt checken wir aber erstmal ein. Ich habe gehört, dass das eine richtige Luxushütte ist, also für eine Schutzhütte. Wir haben eine Sauna. Wir haben ein Dreibettzimmer nur für uns mit eigenem Bad und mit warmem Wasser. Also, was will man mehr? Ja. Ich mach mal den Weitwinkel an. Es ist super sauber und schön. Nö? Wie gesagt, eigenes Bad. Wir haben einen Blick auf den See. Ehemann? Ja, absolut zufrieden. Matratze ist bequem, eigenes Bad, das ist so das Wichtigste mitunter. Ja. Das brauchen wir mehr. Bestellen wir uns gleich noch die Sauna vor, das muss wohl auf Bestellung irgendwie angemacht werden. Und hausgemachte Nudeln. Oh ja, das Essen sah hier sehr, sehr gut aus. Schaut euch das an. Hier ist tatsächlich eine Sauna, sieht alles so schön aus, ganz neu. Und damit einen wunderschönen guten Morgen zur allerletzten Etappe. Ich kann es nicht glauben, es ist so verflogen. Ja, da geht es dann heute runter, 28 Kilometer bei herrlichem Wetter. Wir sind um 6:30 aufgestanden, denn der Abstieg wird lang. Aber wir sind auch früh schlafen gegangen, irgendwie passiert das automatisch. Ach Leute, es könnte irgendwie noch eine Woche so weitergehen. Der Rücken hat sich mittlerweile an die Belastung gewöhnt, die Beine an das Auf und Ab. Ich will gar nicht, dass es jetzt endet. Ob wir die 28 Kilometer dann wirklich zu Fuß schaffen, werden wir noch sehen. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, noch mit dem Bus abzukürzen. Denn unten im Tal soll es fast 30 Grad warm sein. Und hier oben sind es angenehme 20. Also mal schauen, ob wir das so durchhalten. Wow. Ich finde es auch sehr erstaunlich, wie schnell so eine Woche Wandern vorbeigeht. Ich glaube, weil man jeden Tag woanders schläft und irgendwie nicht so diesen Standardrhythmus hat,
wo irgendwas gleich ist und sich wiederholt, ja, ist das Gefühl, dass die Zeit vergeht und die Tage vergehen. Ups, Kuhkacke. Viel, viel, viel schneller. Hallo. Hallo. Oh. 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 Hallo. Oh nein, wir knabbern nicht an meinem Rucksack. Hallo, bist du eine freundliche Kuh? Bist du freundlich? Ja. Oh. Hallo. Und die ist ja wirklich freundlich. Hallo. Die andere hätte mich fast gebissen, als ich das versucht habe. Ja, mich auch nicht essen, bitte. Eine Stunde sind wir jetzt unterwegs und schon ist das Tal viel näher dran. Bleiben aber immer noch deutlich mehr als 24 Kilometer. Ich glaube, das Schwerste heute wird die Wärme sein. Also mit jedem Meter, den es runtergeht, merkt man echt, die knallt so sehr. Obwohl hier jetzt nur 25 Grad sind. Im Wald geht es generell, also ja, das ist ganz angenehm. Aber wir sind gerade so am Berghang lang gelaufen, das war echt heiß. Ja. Naja, weiter geht's nach Kematen, da machen wir Mittagspause. Und hallo, hallo, wir melden uns zurück von der Mittagspause. Für mich gibt es selbstgemachte Schlutzkrapfen mit Spinat-Ricotta-Füllung. Und wir haben fast die Hälfte geschafft. Da geht's dann gleich weiter lang. Auf der gesamten Wanderung fällt uns auf, wie gut die Versorgung mit Wasser ist. Wir haben konstant immer nur eine 1 Liter Wasserflasche dabei und füllen die bei Bedarf halt auf, entweder in einer Schutzhütte oder an einem Brunnen. Die Infrastruktur ist generell wirklich toll. Wir haben auch nie Proviant mit und essen dann immer irgendwo was Warmes, auf einer Alm. Vegan konnten wir natürlich knicken, aber vegetarisch war dafür absolut gar kein Problem. Haben wir. Fehlen noch 8. Es ist 3:15, also in so 2 Stündchen sollten wir da sein. Ging 5. Also jetzt fängt es an, anstrengend zu werden, muss ich sagen. Die ersten 20 waren, oder sagen wir die ersten 15, 16 waren echt voll in Ordnung. Es ging so schnell. Aber jetzt die Sonne ist es halt und viel von der Strecke. Ging irgendwie auch so neben der Straße, das war nicht ganz so schön. Da war es dann halt auch besonders heiß, vom Asphalt wurde es nochmal aufgehitzt, alles aufgeheizt. Aber jetzt verläuft die Strecke wieder im Wald, das ist angenehmer im Schatten und es geht auch die ganze Zeit bergab. Und schließlich, 7 Kilometer vor dem Ende, sehen wir endlich unser Ziel Sterzing vor uns. Von hier sind es nur noch 2,5. Fast geschafft. Also ich kann es selbst kaum glauben, aber wir haben es so gut wie geschafft. Jetzt ist es wirklich so gut wie geschafft. 1 Kilometer und dann gibt es Eis. Es gab auch schon gerade eine große Johannisbeerschorle. Dann gab es Eis. Gleich gibt es Pizza. Genießen wir noch den Abend. Ja, stimmt. Ich bin auch schon sehr hungrig. Sieht aus, als wären wir betrunken. Nee, komplett nüchtern. Das werde ich auch immer gefragt, weil ich ein paar Mal Bier gezeigt habe. Das wäre immer alkoholfrei. Das ist wirklich, also der hält das wirklich komplett durch. Ja, aber wir haben hier zwei Probleme. Erstens, wir sind 27 Kilometer durch die Berge gewandert. Zweitens ist hier so unebenes Kopfsteinpflaster und ich laufe in so, genau, wie heißen die Teile nochmal? Birkenstocks. Ja. Was ist das Problem jetzt? Ja, es ist sehr schwer so zu laufen und deshalb wackelt das so. Hallo, zurück! Nicht mehr von der Wanderung, aber irgendwie haben wir so plötzlich aufgehört zu drehen und da fehlten noch ein paar Infos, dass wir uns dachten, dass wir hier noch ein bisschen was hinzufügen. Zumal wir euch ja versprochen hatten im letzten Video, dass wir einmal so kalkulieren, wie viel die Gesamtkosten für diese ganze Tour jetzt waren. Und die sind bei ungefähr plus minus 850 Euro pro Kopf. Wobei dazu auch gesagt werden muss, es umfasst halt alles an Essen. Exklusive noch der Reisekosten. Wir sind ja mit dem Auto hingefahren, also Spritkosten müsste man noch dazu zählen. Aber man könnte den Preis deutlich reduzieren, wenn man ja jetzt bei den Unterkünften noch ein bisschen spart. Wir waren ja auch zweimal täglich essen und ansonsten hatten wir überall ein Frühstück, außer beim ersten Apartment. Ja. Also.
Und apropos Versprechen, wollte ich euch erzählen, wir hatten ja in dem ersten Teil von dem Video versprochen, dass wir euch auch dann erklären oder zeigen, wie wir zurückgekommen sind. Also das war ja keine Rundwanderung, sondern in eine Richtung. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt eine mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die haben wir allerdings bewusst nicht gewählt, weil man dort öfter umsteigen muss und das wäre, ja, fünfmal oder ganz, ganz oft. Ja, und dann hätte das, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Stunden gedauert. Also war auf jeden Fall sehr, sehr lang. Und verschiedenste Tickets und so weiter, weil es ja auch Landesgrenzen sind und so. Das haben wir nicht gemacht. Dann gibt es die Möglichkeit, ein Taxi zu nehmen. Das kostet so um die 300 Euro leider. Also schon viel. Genau, das haben wir. Kann man aber teilen mit bis zu 6 Leuten. Ja. Also dann geht's wieder. Das haben wir dann aber auch nicht gemacht im Endeffekt, sondern meine schlaue Frau hat bei diesem besagten Taxiunternehmen angerufen und gefragt, ob es nicht zufälligerweise einen Reisebus gibt, weil da waren halt ganz viele Wanderer unterwegs. Ob wir uns da nicht anschließen können. Und genau das haben wir getan, sind gemütlich mit dem Reisebus in 2,5 Stunden durchgefahren und das Ganze hat dann nur 50 Euro pro Person gekostet, also viel günstiger als mit dem Taxi. Können wir euch auch gerne mal unten verlinken, das Unternehmen. Das war so spontan und schön, die haben uns am Hotel abgeholt, direkt am Bahnhof wieder in Gmund ausgesetzt, also perfekt. Ja. Aber es könnte auch Zufall gewesen sein, weil das Hotel das letzte war direkt am Busbahnhof. Trotzdem war es cool und hat nur 50 Euro dann gekostet, also wirklich besser hätte es nicht laufen können. Wir hatten generell, so apropos besser hätte es nicht laufen können, wir hatten so Glück mit den Bedingungen, das muss man wirklich dazu sagen. Also es war jetzt alles auch irgendwie so besonders schön, weil wir jeden Tag tolles Wetter hatten. Ich glaube, wenn es jetzt gewittert, dann ist das in den Bergen ja einfach auch gefährlich und dann muss man irgendwie einen Plan B haben. Aber so apropos Plan B fällt mir auch ein, viele hatten gefragt, wer kann die Tour denn machen? Muss man alpine Erfahrung haben oder sowas in der Richtung? Da können wir euch sagen, nein. Man braucht keine alpine Erfahrung. Natürlich eine gewisse Grundfitness im Sinne von, ihr müsst schon mal ein paar Kilometer gewandert sein. Ja. Also es gibt dort Passagen mit, was war das, 1200 Höhenmetern oder 28 Kilometer im Stück laufen. Das ist natürlich anstrengend. Ja, ich finde auch die kürzeren Etappen sind gar nicht zu unterschätzen, so die in der Mitte, weil es da doch auch viel rauf und runter ging. Ja, ja, genau. Eine Etappe hatte auch spontanerweise mehr Höhenmeter als, glaube ich, in der Tour stand oder so. Ja, oder wir haben uns verlaufen. Aber nee, haben wir nicht. Nein, wir haben uns kein einziges Mal verlaufen. Kurzen anderen Weg gewählt. So, ne? nicht verlaufen. Nein, wir wussten immer, wo wir waren. Aber der Punkt ist, man braucht eine gewisse Grundfitness. Ne? Man kann jetzt nicht ohne Training oder zumindest ohne jemals gewandert zu sein, einfach losstiefeln. Aber tatsächlich ist es, denke ich, für jeden eben, der so eine Grundfitness hat, machbar. Und notfalls, das ist auch ganz gut zu wissen, kann man fast überall relativ leicht in irgendeinen Bus, Zug, was auch immer steigen und runter ins Tal und in die nächste Ortschaft. Ja, und was ihr braucht, sind eigentlich vor allem gute Schuhe, die schon eingelaufen sind. Das kann einem nämlich so eine Wanderung total vermiesen, wenn man dann Blasen bekommt. Das möchte man echt vermeiden. Mhm. Also schon Schuhe, in denen ihr ein paar Kilometer gelaufen seid. Und ihr könnt ja in Teil 1 von diesem Video vorbeischauen für weitere Infos. Da gibt es eine Packliste, was wir alles mitgenommen haben. Packt nicht zu viel. Ja. Klar kann man das Ganze auch organisiert buchen. Das geht natürlich auch. Ja, aber so war es sehr individuell und sehr, sehr schön. Und können wir nur empfehlen. Genau, wir würden das auf jeden Fall wieder machen. War ja auch nicht unser erster Wanderurlaub. Ja. Also ja, wir sind da seit dem ersten Mal irgendwie voll angefixt und versuchen das so einmal im Jahr zu machen mit dem Rucksack und so ganz einfach durch die Welt einfach zu stiefeln. Ja, das ist schön. Wirklich toll. Auf jeden Fall, genau. Also das nächste Projekt wird noch mal sein mit Zeltübernachtung. Also und mit Baby vor allem. Wie soll das gehen? I don't know. Aber ich weiß, wie das geht. Da ist so ein, habe ich gesehen, so ein paar Väter hatten so einen Rucksack, wo das Kind oben drin saß. Meistens schlief das dann so in aller Seelenruhe. War auch zuckersüß, aber voll süß. So richtig kleine Babys sogar. Ja. Die haben, also das hat mich auch so ein bisschen schmunzeln lassen, weil die Pferde, die stapfen das und das Kind lag da so gemütlich. Ja. Hat auch vor allem von der ganzen Landschaft nichts mitgekriegt, ne? Aber gut. Das geht wahrscheinlich doch nicht so. Nee. Das waren auch so Riesenrucksäcke. Naja, wir werden sehen. Also ganz tolle Route, hat mega Spaß gemacht. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Hat voll Spaß gemacht, das auch irgendwie zu drehen und zu schneiden. Und ja, schön. Also ihr könnt uns sehr gerne noch auf Instagram folgen. Blenden wir euch ein, dann seid ihr immer up to date. Genau. Auch was das Baby angeht natürlich.
Und ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.